Ja, hallo, hier sind die Vorspieler, ich bin der Dan. Und ich bin der Jules. Und du solltest dich so fest auch draufhauen. Ich habe gemerkt, wenn man so fest auf die Aufnahmetaste drückt, das knallt jedes Mal, wenn das Video losgeht. Ja, wir sind besser, ich halte mich im Hintergrund. Wir sind eben unterbrochen worden hier im, das ist die Akademie, die Magierakademie. Und wir wurden nämlich unterbrochen vom Essen, wir haben jetzt gespiesen. Ich weiß gar nicht, ob man das aber hört was, auf dem anderen Video. Ja, was haben wir denn gespiesen? Weiß ich nicht. Hier, Butter. Hä? Butter. Ach, die Butter schon wieder. Ich habe dich mit Butter eingeschmiert und dreiviertel Stunde im Ofen durch. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Aber durch, ich rieche jetzt gut. Ja, du riechst gut. Riechst jetzt nach Butter. Ja gut, also wir haben hier das letzte Mal sind wir jetzt aus diesem Tagtraum gekommen. Und wir haben einen Auftrag bekommen. Breda? Oh. Ah ja. Was machst du da? Strafmaßnahme wegen Alleingang. Latrine schrubben. Hast du schon mit dem Magister über Draconia gesprochen? Nein. Und er ist auch nicht hier. Geh vom Hafen den Hügel hinauf. Das Haus liegt dann direkt an der Ecke zum Wall. Ich höre wohl nicht richtig. Hast du diesem Mann gerade Magister Bodiaks Wohnort verraten? Wir haben hohe Erwartungen an dich, Breda. Hör auf, uns zu enttäuschen. Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld. Und du, Vogelfänger, verlässt sofort den Hof. Mein Gott. Ja, ich tut mir leid. Nochmal Informationen eingeholt über Andergast. Ja. Andergast liegt ja, wie gesagt, lag Jahrhunderte im Krieg mit Nostria, ist total hinterwäldlerisch. Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das das Haus des Magisters. Das sieht auch schön aus. Ja, und nur noch mal kurz zur Info, bevor du jetzt da alles wieder weiter rennst. Andergast ist wesentlich kleiner als Nostria. Nostria ist nicht ganz so hinterwäldlerisch wie Andergast, aber sind beide sehr hinterwäldlerisch. Nostria ist aber größer. Und das wird dadurch ausgeglichen, dass Andergast eine Magierakademie hat und die dort auch Kampfmagier ausbilden. Also das heißt, die gleichen quasi ihre Anzahl durch Magier aus. Aha. Das ist ja im Krieg ist das ja ganz interessant. Ich habe da jetzt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht zugehört, weil ich alles überlegt habe, kannst du warum das da eine Nase ist. Da riech doch mal dran. Das ist ja wahrscheinlich wieder das Gerberviertel. Ein Tuchmacherviertel? Ja, das riecht wahrscheinlich nach Pisse. Aber... Da ist die Hand beim Haus, da ist der Mund beim Krähen und bei uns dann eine Nase. Also, du hattest doch auch die Nase... Nee, das glaube ich dir nicht. Da hatte ich doch auch die Nase beim Gerberviertel. Riech doch mal. Das riecht bestimmt nach Urin. Die färben mit Urin bestimmt. Schöne Sachen. Aber wer braucht die schon? Warum ist da eine Nase? Weiß ich nicht. Ach, Schuss, du machst immer alles kaputt. Die Tür auch jetzt. Magister Bodiak, seid ihr zu Hause? Nein! Verpiss dich! Hier wächst Efeu, aber es ist zu schwach, um mich zu tragen. Kannst du das denn fixieren? Mach doch erstmal dein Hasen-Odem an. Der Odem ist ja auch nur ein Zauber, da kannst du feststellen, ob etwas magisch ist. Ich kann durch die Türritzen einen leichten Schimmer erkennen. Ja. Also du kannst nicht erkennen, was es für ein Zauber ist oder irgendwas, sondern nur, ob es magisch ist. Er ist auch ein bisschen billiger, Astralpunkte technisch. Hier wächst Efeu. Es ist zu schwach, um das zu tragen. Was kannst du denn noch machen? Du kannst da magisch was zusammensetzen, ne? Hier ist aber jetzt musst du den Krähen. Verdammte Krähen! Habt ihr nicht schon genug Ärger angerichtet? Psst! Verschwindet! Nee. Hey, das sind meine Freunde! Nuri? Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Sie haben dir doch gar nichts getan. Erinnerst du dich nicht mehr an all das Leid, das sie gebracht haben? Natürlich erinnere ich mich daran. Aber man muss auch mal vergessen können. Was willst du? Ich will krähen. Du solltest dich wirklich nicht mit diesen Viechern herumtreiben. Du darfst nicht vergessen, wer du bist. Nein, du darfst nicht vergessen, wer ich bin. Lass bitte meine Freunde in Frieden, ja? Das war aber jetzt... Da steht's doch, ins Haus eindringen. Ja, genau. Ich muss irgendwie in das Haus. Kannst du für mich durch das Fenster fliegen und nach einem Eingang suchen? Muss ich? Es würde uns beiden helfen. Voll zickig. Na gut. Ja, weil du die Krähen verscheucht hast. Das verscheuchst du einfach die Krähen, die waren voll lieb. Hätte ich doch sagen können, dass der nichts tut. Die hat voll einen Schreck gekriegt. Die war so mitten im Gespräch, weißt du? Ja. Bei mir sieht es aber ordentlicher aus. Ja, der einzige Unterschied zwischen diesem Raum und zu deinem ist, dass da weniger Stroh rumliegt als bei dir. Und da schlafe ich drauf.
Lineal. Oh, jetzt kannst du den Vogelfänger spanken. Verstehst du? Ja, was sollst du jetzt machen? Das Lineal rausbringen oder was? Wir räumen jetzt das Haus aus, hast du immer so ein Stückchen was. Ja, rein, immer so ein Teil. Ah, guck mal. Du bist voll schlau. Ich bin ja auch ein Fuchs. Pass auf jetzt. Was war der Gelb? Oh, nee. Der Rubin. Ah. Fuck. Fark. Oh, Dietriche. Ja, du klaust immer so. Warum hat der Dietriche? Ey. Ist das die Prinzessin? Das ist sie. So sieht die aus. Gar nicht mal so hübsch irgendwie. Ja, die hat viel zu kurze Haare. Ich dachte, die hat schwarze Haare. Die muss lange Haare haben. Lang schwarz, muss ich sagen. Du bist auch lang schwarz, ey. Schwanz ist long. Mach keinen Unfug. Wir sehen uns dann später. Bis später. Na gut, ich geh da mal. Die ist jetzt voll angepisst. Frauen, ey. Ja, Vögels, ey. Vögel, ey. Vögel sind noch zickiger als Frauen. Zum Glück. Bei denen. Oh je. Magister Bodiak? Ja. Ich habe mich nur länger nicht gewaschen. Ja gut, und was machen wir denn jetzt hier? Also, ich kann... Hier kannst du jetzt mal... Ganz viele verschiedene Sachen. Mach mal dein Oculus Rift an, ey. Ein Odem. Du bist begeistert. Oh nein. Ja. Ulrich wurde verzaubert. So steif, wie ich ihn kenne, war ich mir da nicht sicher. Oh. Das war von der Deep Throat. Das jetzt mal auf damit. Was? Also so ein Begriff, den du im Internet immer findest, so um zu schmeißen. Das war so auf die ersten Seiten. Kennst du das, was der eine Kumpel da gepostet hat bei Facebook? Facebook, zwei Fräuleins, ein Bottich. Nee. Das sind so Titel als mittelalterliche Wandbilder. Ja? So, ja, doch. Oder auch Lukas, ich bin dein Vater. Und neu! Das ist fantastisch. Also so mittelalterliche Wandtechnik, ja. So wie das Mittelalter. Ja, doch, das kenne ich. Pack mal die Statue an. Schublade. Solange Ulrich da steht, komme ich nicht dran. Ja. Also, so. Ist er aus Stein oder was? Oh! Nein! Oh je! Oh je! Ach, du kannst ihn ja wieder zusammen machen. Aber ja. Jetzt nicht, jetzt pack erstmal in die Schublade. Seine Reaktion, oh je! Oh je! Ich habe ihn umgebracht. Was habe ich jetzt ganz Schublade mitgenommen? Nein! Okay. Was hast du denn jetzt da? Eine Schublade und Honig und Kerze. Was? Honigkerzen? Ja, das habe ich da eben gerade aufgehoben alles. Du hast Honigkerzen-Schublade, ey. Guck nochmal erst, was hier noch so ist. Ich könnte eine Handvoll mitnehmen, aber am Ende will ihn jemand zurückverwandeln und dann steht er ohne Ohr da. Ich lasse ihn lieber vollständig. Das würde ich jetzt auch gerade sagen. Ey. Na klar, das ist ja auch zu... Das ist voll die miese Folge jetzt irgendwie, ne? Voll Porno alles. Ja, aber du kannst ihn ja wieder zusammensetzen mit deinem Zauber, ne? Mhm, reparieren. Ja. Unheilsbringer. Ach, hier ist aber so viel. Wo ist denn jetzt Schloss? Wo ist denn jetzt der Rote? Wo ist denn die rein? Ey. Ach, die ist hier neben reingeflogen, wahrscheinlich da, wo die Tür ist. In so einen Seitenraum, weißt du? Schlosstür. Hast du den Dietrich noch? Der Riegel rührt sich kein Stück. Ist den Dietrich? Ja, das ist natürlich jetzt doch, der ist noch da, hast du Glück gehabt. Keiner der Dietriche passt. Wie? Keiner der Dietriche passt? Was bist denn du? Ein Rätsel, das zwei selbe Lösungswege hat, zweimal selbe, ist ja auch nicht so cool. Na gut, das gibt's aber, ne? Schade. Aber meistens ist es... Er sieht alt aus. Der Magister muss noch sehr jung gewesen sein, als er ihn fing. Ja gut, das sieht auch nicht mehr so ganz... Naja, was... Die Jahresringe sieht er doch. Ja. Das ist total verfahren. Wesen. Ach ja, toll. Hex. Ich gehe zum Magister ins Haus und was nehme ich? Ein Besen. Alter, damit können wir den Magister aufkehren. Wegschrubben. So unter den Teppich kehren. Kannst du in die Schublade kehren, dann machst du die Schublade zu. Was meint, wie dumm der da gucken will. Ja, vor allem, wenn du den in der Schublade wieder zusammensetzt. Ja. Da bricht er sich die Knochen. Oder der hat so einen Schubladenpanzer rum, dann wie eine Schildkröte. Ja, bestimmt. Warte, ich mach mal einen Hotspot. Hier ist zu viel. Hier ist nix. Ein Dedel.
Erst muss ich das Schloss öffnen. Du musst dich mal mehr konzentrieren und mal ein bisschen mehr Geduld aufbringen, junger Padawan. Willst du mir mal die Kimme rasieren? Nein. Oder was? 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 Was ist denn mit dir los? Ja, kommst du mir dreckig, komm ich dir dreckig. Aber richtig. Was denn für eine Folge? Den musst du noch FSK 18 machen. Also alle Kinder, schaltet mal 5 Minuten vorher aus. Und erzählen. Kehrt doch mal die Scheiße jetzt da in die Schublade. Das gibt's doch nicht, ey. Du bist so schlimm. Ich mach das echt mal. Ja. Das ist wirklich. Ey, der ist ja eiskalt. Das ist eiskalt. Oh nein, er hat ihn getötet. Ey, was ist denn jetzt los? Er hat schon zur Seite gekehrt. Warum? Was machst du denn? Ich lasse ihn besser hier liegen. Damit er auf dem Stroh aufwacht. Nein, was soll das auch bringen? Was soll das bringen, den Teil? Was hat das Erste gebracht? Aber versuch mal, die Schublade zu füllen jetzt. Womit denn? Einfach rin. Stellt sich an wie so ein Stroh. Boah, der macht's wirklich, Alter. Oh. Ach, da war noch ein Rest drin. So, jetzt kannst du ihn zusammensetzen, oder was? Da war noch ein Rest in der Schublade drin, deswegen ging's nicht. Ja. Und das ist... Nein, guck mal, da hat ein Stück Schlüssel, ey. Ja. Merkst du was? Nee. Oh, du Idiot! Muss ich erst mit Honig einschmieren. Der Schlüssel ist genauso zerbrechlich wie Eulrich. Wie kriegen wir den dann fest? Ey, erst nochmal hier, so. Mit Honig, oder was? Wir bräuchten diesen Spruch von diesem anderen. Ja, den Stein. Schmier den mal mit Honig ein. Ist immer gut, irgendwas mit Honig einzuschmieren. Der Honig würde den Schlüssel zwar kleben, aber auch seine Form verändern. Ah, vielleicht mit der Kerze. Kommt. Das geht so nicht. Das glaube ich auch nicht, dass das mit der Kerze aufsucht. Was ist Kerzenwachs? Du hast einen Abdruck gemacht. Ei. Ach, der Honig würde den Schlüssel... Ja, jetzt nimmst du das mal, oder was? Nein! Der hat so ein... So, jetzt hast du noch Max. Ich habe etwas Honig in die Form gegossen. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Wir gehen jetzt zu diesem komischen Kasper, der da im Schatten sitzt, in der Bibliothek. Und der soll den nochmal hart machen. Hart machen? Ja, Jules! Das ist mal gut, ey. Du bist ja voll schlimm. Mann, ich das ist für diese Sprechweise, weißt du? Oh Mann, was soll denn das, ey? Jetzt geh doch mal in die Akademie, ey. Als Maul. Ja, das ist voll schlimm. Ich sag doch, das ist voll schlimm. Hier geht's nicht weiter. Das ist wie mit dir, mit deinen falschen Betonungen. Wie falsche Betonungen, ey. Was denn? Da kann ich da? Nee, Schatten. Ach, jemand Schatten. Oh, guck mal. Das ist der Typ. Ah, mein Freund. Was macht das Edelsteingeschäft? Was ein Zufall, dass der da ist. Ich hatte Ärger mit einem Kunden und bin ausgestiegen. Das tut mir leid zu hören. Ich sehe, du warst bei meinem Lieblingsmagister. Ich werde auch bald zu ihm reingehen. Meine Prüfung steht bald vor der Tür und ich muss sicher gehen, dass es alles mit rechten Dingen zugehen wird. Kann ich irgendetwas für dich tun? Der redet aber auch so falsch betont. Nein, irgendwie. Gar nicht. Aber wenn das hier der Thorsten sieht, dann sitzt er wieder da und macht so... Wer ist Thorsten? Warten. Ich könnte bald noch einen Gefallen von dir verlangen. Meine Dienste stehen dir weiterhin zur Verfügung. Die Gurke, die du mir gegeben hast, war sehr ergiebig. Würzig. Der Typ mit dem Erhärtungszauber freut sich über eine Gurke. Hallo? Das ist wieder aus seiner Nase. Na, danke. Ich bezweifle, dass dich der Magister heute noch empfangen wird. Du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Ja, hör zu. Verdammt, ich brauche einen neuen Plan. Du gehörst nicht gerade zur mitfühlenden Sorte, oder? Nein, was mache ich denn jetzt? Wenn du in die Akademie zurückkehrst, schick bitte Breda her. Alles zu seiner Zeit. Jetzt muss ich erst einmal nachdenken. Denk. Ja, Breda. Was ist mit Breda passiert? Sie musste heute Morgen Latrinen putzen. Ja, offenbar hat sie gestern im Alleingang versucht, die Tulamiden zu fangen. Und ist dann erst nach Nachtruhe in das Dormitorium zurückgekehrt. Dass sie nur Latrinen putzen musste, spricht für den Stand, den sie in der Akademie genießt. Ich glaube, sie wollen sie irgendwann zur neuen Leiterin machen. Bis später. Bis später. Mach es gut, mein Freund.
So, dann gib ich ihm jetzt mal den... Der ist vor. Der ist wahrscheinlich... Ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Kannst du diesen Honigabdruck zu einem Schlüssel verhärten? Ich mag deinen Erfindungsgeist. Gib her. Weiches, erstarre, fließendes Verharre. Ja. Danke. So, kein Thema. Der Typ ist mir aber sehr zwielichtig, ne? Weißt du, was ich jetzt machen muss? Das da und das. Weil es verzaubert ist. Nee, oder? Na, du musst es irgendwie da rauskriegen. Wahrscheinlich ja. Musst du es jetzt ins Feuer werfen, statt einfach abzumachen, ne? Wirf doch mal den Ring ins Feuer. Was für ein Ring und was für ein Feuer? Nur mal so. Ach. Oh, Jules, ey. War ein fließender Übergang. Du hast es jetzt nicht verstanden, ne? Doch. Ja, ich finde das so geil, wenn du manchmal mit uns so extrem auf der Couch sitzt, ey. Das Witz ist noch im Weg. Voll hardcore, ey. Mach mal das Messer. Voll hardcore. Ich kratze das Wachs vorsichtig ab. Du sollst es nicht denken, du sollst es machen. Idiot. Schloss. Bei Fex. Es hat tatsächlich geklappt. Und Tür. Nice. Und Schreibstube. Hey, wir heizen hier voll durch, gell? Ja. Merkwürdiges Funkeln. So, ja, wo bin ich? Ach, da bin ich. Pack doch mal das merkwürdige Funkeln an. Meine Hand ist zu groß. Ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Okay. Besen. Mit dem Messer gibt es ziemlich alles. Irgendwie schon. Gefäß. Nehmen. So, was haben wir noch? Liste. Ach ja. Was Hasenauge. Elmerion. Rondellions Fanghorn. Das scheint eine Liste von magischen Artefakten zu sein. Manche tragen einen Vermerk zum Aufenthaltsort, andere sind abgehakt. Ein Andergaster wie Eurich kann sich diesen ganzen magischen Firlefanz doch gar nicht leisten. Am Ende kommt noch raus, er war gar kein echter Magier, sondern nur ein gemeiner Dieb. Kann natürlich sein, ne? Die Worte... Nichts ist jemals verloren, stehen darunter. Worunter? Die Kohlezeichnung. Ja. Breda soll sich damit befassen. Ich muss herausfinden, was hier geschehen ist. Ja, ist geil. Fällt mir so viel auf, denn das Tuch ist mir nicht aufgefallen. Guck mal, da ist ein Buch, das sieht außergewöhnlich aus. Genau. Ah, nee, schade. Schau mal in den Spiegel. Ja. Ah, geht nicht. Auf dem Tisch liegt nichts mehr. Gut, dann versuch doch mal mit dem Messer das Funkeln rauszuschneiden. Eine riesige Festung auf einem Berg. Sieht so Draconia aus? Ich sehe mir das mal näher an. Oha. Ein Geheimfach. Boah, was ein Glück, was ein Zufall, gell? Ja. Eine versteinerte Ratte und Zeichnungen von der Maske. Hast du jetzt die... Genau wie Eurich. Was hast du noch so? Warte mal, ist das noch anders? Guck erstmal die ganze. Hier sind überall kleine gekritzelte Notizen. Ganz oben steht, nach all den Jahren endlich Antwort. Die Maske ist in Draconia. Morgen breche ich auf. Auf einem anderen Zettel dann, gestern zurückgekehrt, konnte die Maske nicht finden. Das Konzil verweigerte mir den Eintritt in die Festung. Dafür bestach ich einen Adepten und besitze nun den Rubin. Doch ohne das Artefakt bleibt er wertlos. Draconia? Die Maske, der Rubin? Wann verrät mir endlich jemand, was das alles soll? Weiß ich nicht. Warte, nimm den... Der Staub ist zu fein für meine Finger. Ja, lass ihn in die Dings packen. In die Schale. Ich nehme das Messer, um den Staub in das Gefäß zu kratzen. Gut. Ja, mach das, wie du willst. Hauptsache, wir haben den. Jetzt schütte den Staub da unten in das Loch. Und dann setzen wir es wieder zusammen. Und platzt das auf. Ja. Meine Hand, wenn ich das Ding... Das ist Genius, ist das. Ich habe den Staub in die Ritze gekippt. Was denn? Was? Warum machst du sowas? Ritze! warum schüttest du dir das in die Ritze? Mein Gott, ey, ist das übel, die Folge. Ha! Ah, da war die Hand oben drauf. Ja. Ey, das lag voll auf der Hand. Aha. Ein Rubin. Ja, ist doch richtig. Was willst du denn jetzt? Er hat einen Sprung. Oh, mein Kopf. Oh nein. Das ist jetzt der Rubin, deswegen kriegen wir jetzt wieder so... Da ist jemand nebenan. Jetzt kriegen wir wieder so eine Vision. Nicht schon wieder. Ja. Nur noch diese Wand.
Dann sind wir in Draconia. Hilf mir. Alleine komme ich hier nicht hoch. Befreie meine Hände. Wenn ich das tue, tötest du mich doch sofort. Richtig. Wie sehr er euch hasst, Charizard. Verständlich. Wer ist schon gerne ein Sklave? Ja. Er müsste mich nur noch hier hinüberheben. Dann wären wir am Ziel. Marek. Die Maske. Ist dir etwas eingefallen? Ja. Seit wir hier sind, erinnere ich mich an immer mehr. Sagt mir, im Inneren der Maske, seht ihr dort Schriftzeichen? Ah, ich hatte recht. Phtan Faskadan es Plaste Katan. Murilor Gras Ferel Goran. Hil Bemutir Gerul Felan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Was ist das für eine Sprache? Eine sehr, sehr alte. Malakar hat sie laut für laut in die urtulamidische Schriftform übersetzt und über die alte einritzen lassen. Setzt eurem Gefangenen die Maske auf und rezitiert die Formel. Anschließend wird er euch jeden eurer Wünsche erfüllen. Jeden? Ja, und ob das auch uns gelingt jetzt, diesem Typ eine Maske aufzusetzen und ihm einen Ball in den Mund zu stecken, das sehen wir dann. In der nächsten Folge von... Wir haben ja noch das Filial. Ja, und ab jetzt werde ich wahrscheinlich den Stock Hinkebein nennen. Hinkebein. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut. Tschüss. Ciao.